Das Schwierigste bei wissenschaftlichen Arbeiten ist es, einen komplizierten Sachverhalt so einfach wie möglich erklären zu können. Um den Einstieg in das wissenschaftliche Schreiben einfacher zu machen, sind folgende Regeln zu beachten. Ein wissenschaftlicher Text sollte nüchtern, distanziert und sachlich sein. Es muss keine Spannung aufgebaut sein. Ebenso sollten doppelte Verneinungen, Ausrufezeichen und Sprichwörter fehlen. Die eigene Meinung ist hier nicht relevant. Auch mit wertenden Adjektiven sollte sparsam umgegangen werden. Fremdwörter sollten nur verwendet werden, wenn sie wirklich sinnvoll und notwendig sind. Bei Fachbegriffen ist es anders. Sie helfen, den Sachverhalt klar zu definieren. Sie müssen aber korrekt verwendet werden. Auch der Nominalstil sollte vermieden werden. Das ist eine Schreibart, bei der sehr viele Substantive verwendet werden. Man ist der Meinung, dass somit der Text verkürzt wird. Kommen in einem Satz allerdings viele Nomen mit den Endungen keit, heit oder unvor, handelt es sich um einen Nominalstil. Um das vermeiden zu können, sollte man sich vorstellen, dass man den Sachverhalt einer fremdsprachigen Person mit wenig Deutschkenntnissen erklären muss. Dabei muss man auf viele Nomen und Fremdwörter verzichten. Es ist aber wichtig, dass man nicht in eine zu simple Sprache oder Kindersprache verfällt. Es muss auch darauf geachtet werden, Formulierungen zu benutzen, die es auch wirklich gibt. Bei Steigerungen muss man aufpassen und doppelte Verneinungen sollten sowieso vermieden werden. Auch Adjektive sollten sparsam verwendet werden, da sie sich für Steigerungen und Wertungen eignen. Das hat in einem wissenschaftlichen Text nichts verloren. Auch sogenannte Wortmonster sollten vermieden werden. Das sind Aneinanderreihungen von Hauptwörtern, wie zum Beispiel Arzneimittelausgabenbegrenzungsgesetz. Diese Wörter erschweren den Lesefluss und sind auch inhaltlich schwer zu verstehen. Es müssen auch die Sätze verständlich sein. Ein Satzbau wird durch klare Gedankengänge konstruiert. Sind diese nicht vorhanden, ist es auch sehr schwierig, einen sinnvollen und vor allem verständlichen Satz zu schreiben. Bei wissenschaftlichen Texten ist die Ich-Perspektive nur in Ausnahmefällen akzeptabel. Sie sollte nur dann verwendet werden, wenn der Autor des Textes eine Passage besonders betonen möchte und bei der Einleitung. Trotzdem kann man auch hier auf den Stil verzichten und zum Beispiel statt im zweiten Kapitel gehe ich auf Thema X ein, schreiben im zweiten Kapitel wird das Thema X erklärt. Vor allem im Schlussteil sollten Formulierungen wie meiner Meinung nach oder wir können erkennen vermieden werden. Das hinterlässt einen unsicheren Eindruck. Stattdessen eignet sich zum Beispiel, daraus lässt sich ableiten. Wenn euer Betreuer nun einen anderen Stil favorisiert, könnt ihr auch einige der oben beschriebenen Regeln vergessen. Wichtig ist nur, dass man sich immer in den Leser hineinversetzt. Hier sind noch ein paar Beispiele für Leitfragen. Was will ich dem Leser sagen? Was ist meine Botschaft? Verstehe ich mich selbst, nachdem ich meine Gedanken aufgeschrieben habe? Passt meine Formulierung zu meinen Gedanken? Kann mich der gedachte Adressat ohne Schwierigkeiten verstehen? Sind meine Argumente klar, einleuchtend und nachvollziehbar? Ist der Text sachlich und distanziert? Gibt es eine im Einzelfall noch präzisere, treffendere und griffigere Formulierungsalternative als die gewählte? Kann ich den Text noch kürzen oder den Sinn zuentstellen? Kann ich einzelne Wörter, zum Beispiel Adjektive und Sätze bzw. Halbsätze, streichen? Habe ich Fremdwörter und Fachbegriffe sparsam und durchgängig gleichförmig verwendet? Enthält der Text noch Nominalisierungen, Wortmonster, Übertreibungen, überflüssige Steigerungen, Allgemeinplätze etc., die getilgt werden müssen? Habe ich anschaulich genug geschrieben und Beispiele im Text verwendet?